Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem Thema, das, wie ich finde, sehr wichtig und spannend ist. Das ist nämlich das Thema der Übersensitivität. Gerne teilen, gerne liken und gerne abonnieren. Also in diesem Sinne, let's go. Viele, viele Menschen haben heute mit dem Thema der Hochsensitivität Kontakt oder auch Hochsensibilität. Und da gibt es eine Parallele zum Thema Trauma. Nämlich Menschen, die überwältigende Erfahrungen erlebt haben, sind in der Regel übersensibel. Wenn man jetzt mit Begriffsklaubereien anfängt, könnte man natürlich diverse Unterschiede herausarbeiten, die aber meines Erachtens nach oftmals nur marginaler Natur sind. Und ich glaube, viele Leute ordnen sich idealisierenderweise in bestimmte Kategorien ein, der zuvor genannten, die aber eigentlich etwas anderes sind. Ich hatte da auch schon ein Video gemacht. Und ich habe da mal für Empörungsstürme gesorgt in einer Gruppe, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Und ich habe die Gruppe nachher verlassen, weil mir das der Shitstorm ein bisschen too much war. Und da habe ich auch erstmal mal wieder realisiert, mit was für einem Tabuthema wir immer wieder umgehen in der Praxis als Therapeuten und als alle Menschen, die irgendwie mit der Psyche was machen, wenn es um dieses Thema eben Überwältigung und Trauma geht. Es ist ja auch so, dass es nach wie vor so klassifiziert wird als etwas Pathologisches. Ich spreche jetzt ja hier in so einem erweiterten Verständnis davon, dass es um überwältigende Erfahrungen geht. Das kann auch eine Erfahrung sein mit einem Film. Das kann eine Erfahrung sein, dass du als kleiner Junge an der Straße lang gegangen bist und ein Hund hat gebellt auf der anderen Seite oder ein Mann hat dich böse angeguckt. Also erstmal Erfahrungen, wo man aus der heutigen Sicht sagt, mein Gott, das war ja nichts, war ja banal. Und trotzdem hat es aber möglicherweise im Nervensystem einen gewissen Impact gehabt. Und diesen Impact, den haben wir auch möglicherweise heute noch auf die eine oder andere Weise, wo wir rein mit dem rationalen Verstand sagen, ja und, was ist doch nicht so schlimm gewesen, ist doch nur das und das gewesen, sagen Eltern ja häufig auch zu ihren Kindern, ist nicht so schlimm. Und doch, also für das Nervensystem selber ist es ganz schlimm häufig. Ja, auch wenn es von außen erstmal nicht direkt ersichtlich ist. Hatte ich auch ein Video zum Thema der Kita gemacht, ja. So, selbst wenn die noch so gut aufgestellt sind und noch so gute Konzepte haben, trotzdem in den Nervensystemen der Kinder passieren da gewisse Dinge. Und das erleben wir also immer wieder mit Menschen, dass in Fachkreisen, dass dort entsprechende Situationen einmal gewesen sind von Überwältigung im Nervensystem, die dann zu einer Übersensitivität geführt haben. Und diese Übersensitivität ist ja auch total sinnvoll, weil das Nervensystem versucht einfach dann, oder der gesamte Organismus versucht dann einfach, Informationen durchzureichen, um in ähnlichen Situationen, die vielleicht auch wieder problematisch oder vielleicht sogar gefährlich werden könnten, zumindest potenziell gefährlich, sich quasi präventiv zurückzunehmen und zu schützen. Das heißt also, wenn etwas so ähnlich aussieht, so ähnlich riecht, sich so ähnlich anhört, so ähnlich schmeckt, ja, also wenn das Gefühl irgendwie in die Richtung geht, dann ist sofort der Alarmprozess im Gange. Die Amygdala haut den Sensor rein, die AMPA-Rezeptoren sind vielleicht sowieso schon scharf geschaltet auf der Amygdala und sind am Suchen die ganze Zeit und dann geht das durch, ja, und wird also dann womöglich in die klassischen Fight, Flight or Freeze-Mechanismen übergeführt, je nachdem, wie viel Druck dann dahinter ist. Das kann natürlich wieder dann das Ausblenden von Realitäten zur Folge haben, Stichwort Dissoziation und so weiter. Das ist dieser Mechanismus letztendlich, dass wenn Menschen das erlebt haben, sind sie in einer bestimmten Situation einfach total übersensitiv. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der in bestimmten Situationen total übersensitiv ist und der da im Grunde das Gras schon wachsen hört auf dieser Ebene oder Schulz von Thun würde sagen mit diesem Ohr. Das ist dann schon ein Elefantenohr. Ja?
Da gibt es dann für andere Kanäle gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil der ganze Fokus die ganze Zeit auf diesem einen, ne, liegt. Und ja, das ist letztendlich, wie gesagt, evolutionstechnisch total sinnvoll. Wenn man mitgekriegt hat, wie ein Säbelzahntiger den halben Stamm dahin gefressen hat, ja, dann will man in Zukunft nicht mehr noch fünfmal überlegen müssen, ob das jetzt wirklich ein Säbelzahntiger ist, der da kommt, oder was sich da gerade bewegt hat im Busch, oder ob es nicht vielleicht doch nur ein Ameisenbär war. Ja, das ist also total sinnvoll. Nur eben, wie gesagt, in der heutigen Zeit möglicherweise wieder doch nicht so sinnvoll, weil es uns ständig davon abhält, in eine entspannte Haltung zu kommen, vor allen Dingen ins Hier und Jetzt zu kommen. Das geht dann nämlich gar nicht mehr. Und dann bist du gar nicht mehr in der Lage, dein Territorium zu halten. Du bist nicht mehr in der Lage, deine Aufrichtung zu halten. Du, ja, du verlierst den Zugang zu deinen Potenzialen, um das mal ganz einfach zu sagen. Und von daher ist es dann wirklich sehr, sehr wichtig, an diesen Aspekten der Übersensitivität zu arbeiten. Und wie gesagt, vielleicht kennst du jemanden außerhalb von dir oder in dir selber, der total übersensibel ist in bestimmten Bereichen. Kannst du mal gucken, was das ist. Was braucht es dafür, dass das losgeht bei dem? Also im Außen jemand oder in dir drin. Das sind ja auch verschiedene Facetten. Da gibt es ja Anteile, die sind total souverän und kriegen gut alles gemanagt. Ja, bei Chefs und Kollegen sehr beliebt. Und es gibt eben andere, da braucht es eine Kleinigkeit nur. Ein Telefon klingeln oder das Klappen einer Tür oder ja, einfach irgendwie ein Geräusch, einen Gedanken vorab oder einfach eine bestimmte Tagesform und dann geht da die Post ab. So, und das ist genau der Punkt. Wir brauchen wieder die Mitte und den Zugang zum Hier und Jetzt. Und das geht nur über Verkörperung und gemeinsame Koregulation, damit man sich später dann gut selbst regulieren kann. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls dazu geben. Du kannst dir auch mal das Video anschauen zum Thema Polyvagaltheorie und zum Thema Orientierung, was ich gemacht habe. Das gehört nämlich auch alles in diesen Bereich rein. Natürlich sind auch viele, viele andere Videos, die da auch zugehören. Ja, viel Spaß beim Gucken hier im Kanal und schöne Grüße vom Bodensee, Jörg Fuhrmann. Ciao.